Jawohl, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher 3. Ja, wir sind jetzt hier wieder in der Taverne angekommen, die Rittersporn gehört. Die haben sich schon wieder die armen Leute breit gemacht. Die hatten wir ja vor einigen Folgen mit Zeutern hier rausgeprügelt und haben hier ordentlich aufgeräumt. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir machen uns jetzt nämlich weiter um die Quest des Kollegen Rittersporns, den wir immer noch suchen. Wir wissen ja, dass er auf der Tempelinsel im Gefängnis gehalten wird und nur mit Hilfe des Hurensohns Junior sollen wir jetzt versuchen, das Versteck eines weiteren Freundes, nämlich den Doppler, sprich Gestaltenwandlers Dudu, zu finden. Der kann dann in der Gestalt von dem Menge, dem Hexenjäger, versuchen, Rittersporn aus dem Knast zu holen. Das ist der Plan, aber jetzt müssen wir erstmal das Versteck von Hurensohn Junior finden. Ich kann das mal eben kurz vorlesen. Dank der liebreizenden Priscilla wusste Geralt nun, dass Ciri und ich eine Abmachung mit Hurensohn Junior getroffen hatten, einen der großen vier der Novigrader Unterwelt. Es schien, als wäre es ein leichtes, Hurensohn zu finden, ein wenig mit ihm zu plaudern und aus ihm herauszukitzeln, wo sie mich finden konnten. Aber Novigrad war zu jedem Zeitpunkt rein gar nichts einfach und nichts war so, wie es schien. Ja. Gut, machen wir uns einfach auf den Weg. Weltkarte, wo können die Verstecke sein? Hier oben. Da ist sogar einer auf der Tempelinsel. Wir werden jetzt aber erstmal hier in diesen Gebieten mal alles abgrasen. Dazu brauche ich mal eben kurz unseren Freund Plötze. Da kommt es auch schon angetrabt. Und los geht's. Ja, wir sind jetzt auf Unwegen wieder zurückgekommen nach Novigrad. Haben zwischendurch noch eine Nebenquest für Triss Merigold absolviert. Was ist jetzt nicht los? So schnell, Plötze. Und ja, sind ein bisschen durch die Gegend geritten, haben die ein oder andere, eine Hexerquest und das Bienenphantom haben wir abgeschlossen. Ich reite schon wieder in die falsche Richtung. Verdammt. Nicht so schnell, Plätze. Ach man. Ja, und haben noch den ein oder anderen unentdeckten Ort aufgedeckt. Mach langsam. Haben noch einen Gorgo besiegt. In der letzten Folge war das, glaube ich. Und jetzt sind wir wieder in Novigrad angekommen. Das Wetter ist nicht mehr weit und suchen jetzt diesen Hurensohn. Oh, hier sind wir wieder bei dem schiefen Haus, wo sich Merigold eingenistet hat. Ey, was ist hier los? Mach langsam. Nicht langsam. Bring mich mal hier in die richtige Richtung, Mensch. Ich glaube, ich muss hier wieder zurück zum Hafen. Weißer, schau mal hier drüben. Alle Straßen sind bereit. So, hier ist auf jeden Fall ein Quartier. Ich weiß nicht, welches das ist. Das müsste aber, glaube ich, dahin das sein, wo wir hin wollten, ja. Korrekt. Oh, hier ist auch ein Barbier. Da können wir gleich wieder unsere Haare schneiden lassen und den Bart stutzen. Leute wie du haben hier nichts verloren. Türsteher. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt.
sehen, ob wir das so machen können. Vielleicht können wir uns einigen. Hörst du? Schon wieder? Nein, können wir nicht. Wie viel? Hey, denk dran, was ich dir gesagt habe. Wir sollen höflich sein. Mir geht nur langsam die Geduld aus. Wir wollen dein Geld nicht. Wir wollen auch sonst nichts. Jetzt verschwinde, bevor wir richtig wütend werden und gar nicht mehr höflich sind. Okay. Also bestechen lassen sie sich auch nicht. Also versuchen wir es mit ein bisschen Magie. Ist ja die reinste Scheiße. Da kannst du nicht rein. Ich glaube, ihr lasst mich sofort rein. Aber natürlich. Bitte. Und du? Wünsch mir Glück. Viel Glück an den Tischen. Gut, dass wir da noch ein paar Punkte reingesetzt haben jetzt. Ich muss nur noch ein einziges Mal spielen. Ich Komischer alles Vogel. Zurück. Du, wer ist das? Geld, ich bin jeden Tag hier und habe ihn noch nie gesehen. In Ordnung. Wir müssen hier nach oben, eins der oberen Stockwerke. Lass mich! Noch ein Wort von mir und ich bring dich nach oben. Nein! Okay, dann versuchen wir uns ganz unauffällig nach oben zu bewegen. Und dort ein paar Informationen rauszuholen. Hier sitzt schon einer. Gute Karten heute? Ein Mutant! Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Heute Abend jage ich keine Monster. Ich suche den Besitzer dieses Etablissements. Ah, gestern hat jemand nach ihm gefragt. Wer? Weiß ich nicht. Sie haben ihm den Schädel zertrümmert, bevor ich ihn richtig sehen konnte. Schwimmt jetzt bei den Fischen. Hurensohn war schon immer empfindlich. Aber das geht zu weit. Ich muss mit dem Besitzer sprechen. Weißt du, wo ich ihn finde? Hab keinen Schimmer. Aber warte kurz. Meine Herren, dieser Kerl hier möchte den Besitzer sprechen. Vollhorst. Weiß einer von euch, wo Junior ist? Jetzt habe ich Ärger am Hals. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Reißt euch zusammen, Jungs. Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard. Er spricht Flüche. Scheiße, ich kann mich hier nicht mehr bewegen, ey. Kopfstoß! Gebt ihm einen Kopfstoß! Ich muss runter hier. Verdammt nochmal. Er spricht Flüche. Er hat ihn umgebracht. Oh, ich bin gleich tot. Umzingelt ihn! Jetzt! Er hat ihn umgebracht. So. Noch jemand fragen? Scheiße, das habe ich nicht gewollt. Das hätten wir auch anders klären können hier. Oh, der Typ, der musste ja auch so einen Aufstand machen. Noch einer rum. Na gut, finden wir mal vielleicht ein paar Hinweise. Schlagt ihn! Oh, tötet da geht's noch ihn! Weiter. Greift ihn von hinten an! Ich sollte mich umsehen. Ja. Nach dem, was du hier
veranstaltet hast, mein lieber Freund. Aber wir haben ja ein neues Schwert gefunden. Na, kaufst du gerne an der Tischkante? Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Was ist denn hier? Wieso geht der in den Kampfmodus? Tja, Freunde, das lief ja nicht gerade gut. Und gleich mal gucken, was dieser Rico zu sagen hat. Ich muss den einen Kerl dann noch fertig machen. Scheint hier unten. Da ist er. So. Thema erledigt. Jetzt können wir uns hier oben in Ruhe umschauen. Hallo Rico. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? So, mal gucken, ob wir ihn noch gesehen haben. Da ist noch eine Truhe. So, lass uns mal gucken, was für ein Schwert wir hier gefunden haben. Aschrune. Stahlwaffe plus 14. Drei Slots. Trotzdem unser Hexerschwert wieder an der Greifenschule. Das macht mehr Boni. So, kann ich hier vielleicht noch irgendwas? Ich habe doch hier eine Inni-Glyphe gefunden, ne? Erhöht nur die Zeichenintensität. Ich möchte mal gerne Rune haben, womit ich die Leute in Brand stecken könnte. Gut. Verschwinden wir hier wieder. Suchen mal den nächsten, das nächste Versteck auf, was uns hier angegeben wurde. Ah, ich ärgere mich immer noch über die Situation, dass ich hier kämpfen musste. Ist natürlich keiner mehr da. Was ist das denn hier? Jetzt hier die ganze Bude aus. Komm, was wolle. Ich mache hier alles zu Geld. Oh, so was kann ich immer gebrauchen. Reparaturset. Da hinten ist eine Notiz, sehe ich gerade. Oder täusche ich mich? Was ist das hier? Ein Buch?
ist was anderes. Egal. Verpissen wir uns hier. Was haben wir denn hier? Gut. Das nächste Ziel ist, glaube ich, nicht weit weg. Gehen wir mal dorthin. Da können wir auch hinlaufen. Wie spät haben wir es denn? Vielleicht können wir hier noch zum Barbier gehen, aber der ist auf der anderen Seite. So viel Arbeit. Oh. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Die Schwarzen, rein. Vielleicht säubern sie die Gegend von Banditen. Ist er das hier? Abgeschlossen. Warum legst du die nicht an der Hüfte hier an? Ja, da hätte ich jetzt noch ein bisschen Wasser gesehen. Oh, hier ist der Eingang zum Barbier. Einmal schneiden und rasieren, bitte. Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen. Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal. Du bist ja besoffen. Kannst du mir die Haare schneiden, falls deine Hände nicht zu sehr zittern? Ich hätte gern eine neue Frisur. Ich hätte gern zu gern gesehen, wie das Feuer aussieht. Offen, nicht zu lang. Lang und offen, komm. Oh, das sieht aber verwegen aus. Das wollte ich eigentlich nicht. Was heißt, das wolltest du nicht? Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch, und zwar ordentlich. So wollte ich nicht aussehen. Und dieses Schicksal wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Oh Gott. Na gut. Oh, willkommen zurück. Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht zu sehr zittern. Was ist denn mit einer Rasur? Schnur und Unterlippenbart, nein. Vollbart getrimmt, glatt rasiert. Buschiger Spitzbart mit kurzem Schnurrbart. Und wir behalten den Vollbart, aber getrimmt. Okay, das sieht doch schon wieder angenehm aus. Bis dann. Sieht jetzt ein bisschen jünger aus, unser Hexerfreund. Okay, wir müssen in die Richtung, ne? Jawohl. Ach nee, was haben wir denn hier? Was ist denn hier passiert? Wer hat euch denn umgelegt? Ich wollte eigentlich um die Ecke gebracht sagen, aber hier sind Urkunden. Ich muss gleich mal ein bisschen was lesen hier. Was liegt denn hier noch rum? Okay. Gehen wir noch mal ein Stück in die Straße hoch. Hier soll sich gehört? Man hat Hackers Haus geplündert. Angucken. Questgegenstände, Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Zetnek im Ring zu kämpfen. Okay. Das ist unser Gleitbrief. Unbedingt nochmal zur Bank. Ich vergesse das immer wieder. Schuldnerliste. Adelbert Zimmer, Gwyn Heuss, Letiz Bilatze, Sigmar Prudkopf, Rico. Rico haben wir befreit.
Mortin war Schwindel. Stan de Gries. Artwag van de Baltimore. Was haben wir hier für Buch? Einnahmen und Ausgaben. Oha. Bernhard Tulle, Schulden beglichen. Patrick Hasenus, Mahnung erfolgt, Eintreibung veranlasst. Okay. Wurde er getötet? Sei kein Idiot. Kein Durchgang. Und hing. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Kennst du dieses Papier? Ein Kampfvertrag. Gut, du kannst lesen. Auf wen ist er ausgestellt? Hier steht, Stanek. Auf Stanek ist er ausgestellt. Stanek. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Nicht rumwandern. Geradewegs zu Igor. Sofort. Also gut. Okay. Runter, dann links. Ja, wir haben den Eingang zur Arena gefunden. Einen weiteren Versteck von Junior, Hurensohn. Ich hoffe, wir können uns hier etwas unauffälliger bewegen, wie beim letzten Mal in dem Casino, wo wir alles, naja, kurz und klein geschlagen haben. Doch, das werden wir in der nächsten Folge weiter verfolgen. Und sage hiermit ein herzliches Goodbye. Würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge wieder dabei sein. Macht's gut!